Dear Gretchen Faust, my whiskey friends, welcome to my whiskey jail, whiskey dog. What's the glitch? What's getting up? Can you set that too? Come on, chief. All right, mate, to mate. What's getting up? Okay. Ja, ein bisschen Blödsinn muss immer sein. Okay, was habe ich heute da? Was für Whiskys habe ich heute da? Ich mache heute mal wieder eine Vergleichswhisky. Und zwar kommt es heute mit zwei Eiler Whiskys. Die Eiler Giganten Whiskys, sagt man so. Es sind zwei Blended Malt Whiskys. Eiler Malt Whiskys, Eiler Blended Malt Whisky. Da haben wir zur einen Seite, zur Left Side, haben wir Big Pete. Yeah, Big Pete, what's going up? Okay, Big Pete. Und zu der anderen Seite haben wir einen neuen Blended Malt Whisky und das ist The Big Smoke. Wow, what's going up, Big Smoke? Okay, ich werde die erstmal eingießen. Ich habe hier noch eine kleine Probe übrig von der anderen Flasche und deswegen mache ich die rein. Ja, was kann man zu den Whiskys sagen? Fangen wir eigentlich an. Beide sind Blended Malt Whiskys. Ja, reicht. Beide sind Blended Malt Whiskys. Das bedeutet so, dass sie verschiedene Whiskys aus verschiedenen Destillerien beinhalten. Diese wurden alle verheiratet, sagt man so. Ja, ich muss jetzt mal gucken, man geht auf hier, okay. Die wurden alle verheiratet. Wie viele jetzt hier drin sind bei den Big Smoke, weiß ich nicht. Big Pete kann ich gleich was zu sagen. Oh yeah. I like it. Ja, kleiner Moment, ich muss eingießen. So, reicht. Oh, pass hier auf. Ja, pass auf, optimal. Ja, man kann gucken. Hier haben wir die Flaschen, die zeige ich jetzt noch mal rein in den Fernsehen. Kamera, nicht Fernsehen. Ja, Fernsehen ja auch. Wenn man über Fernsehen. Okay, hier ist Big Pete. Yeah, Big Pete. My name Big Pete. How are you? What's getting up, Croc? And that's a Big Smoke. Hey, I'm the Big Smoke, Smokey. Big Smoke. What's going on, Cracky, Cracky, mate? Okay, so. Achso, ich wollte noch kurz zeigen. Und zwar hat Big Pete auch Kinder gemacht. Ja, er hat Kinder gemacht. Hier haben wir kleine Big Pete. Baby Big Pete, Baby Big Pete. Okay, so, musste mal nebenbei gesagt werden. Beide Whiskys, wie gesagt, bei Big Pete kann ich sagen, wer mit drin ist. Das steht auch hier drauf. Da haben wir, und zwar als Blended Whiskys. Und zwar ist da drin der Artback, Carl Illa, Bowmore und Port Allen. Naja, Port Allen, sagen wir mal, vielleicht ein Tropfen. Weil, wie wir wissen, kosten diese Whiskys ja inzwischen Tausende von Euro oder beginnen ab 1000 Euro. Und deshalb, ja, die Farben haben wir hier. From my work distance. So, ja, haben wir hier The Big Smoke. Color, ja, die sind ziemlich hell. Beide, ich würde sagen, ist so wie strohhell, kann man sagen. So strohhell, beide ziemlich hell. Kommen aber beide ungefärbt, muss man dazu sagen, und sind beide nicht kühlgefiltert und kommen beide mit 46% Alkoholvolumen. Der eine ist von Douglas Lang, das ist hier der Big Pete, und der Big Smoke, der ist von Duncan Taylor. Ja, das sind unabhängige Abfüller aus Scotland. Yes! So, kann man noch irgendwas sagen? Wie lange sie jetzt gereift sind, weiß ich nicht, weil es hat keine Altersangabe. Wobei man dazu sagen muss, von Big Pete gibt es auch einen 8-Jährigen und einen 12-Jährigen. Einen 25, ja, zwei 25-Jährigen, ne, und 27-Jährigen gibt es, glaube ich, auch. Beim Big Smoke kenne ich nur den einen. Ich glaube, der ist sowieso hier neu. Ja, dann werden wir erstmal gleich die verkosten, würde ich sagen. Ich fange an mit Big Pete. Also erstmal Nosing machen und dann mal gucken. Uiuiui, gleich Torfrauch kommt, gleich Torfrauch, ja. Yeah. Okay. Schön malzig. Eine Süße kommt hinter dem Rauch. Hier haben wir auch die süße Toffee. Ja, Toffee. Auf alle Fälle. Not a shortbread. Not a shortbread. Huh? It's Toffee. Okay.
Ja. Yeah. Der Rauch dominiert. Ich habe vorgelesen, Artback drinne. Ja. Carlila. Ja. Lafroig. Na. Baumo. Ja, Baumo. Ja, Baumo. Okay. Ja, wie gesagt, der Rauch, die Süße dahinter, Toffee, Vanille, malzig. Brennt nicht in der Nase, 46%, kann man nicht meckern. Okay, gefällt mir, also von der Nase her schon mal guter Whisky. Nicht zu streng. Jetzt kommen wir zu The Big Smoke. Ja. Yeah. Also eigentlich haben die alles, was draufsteht, so das Gleiche, bloß dass man bei Big Smoke nicht weiß, wer drin steckt. Wie gesagt, mit 46% gleich, nicht kühl gefiltert und gefärbt, also alles Blended Molds. Oh, da kommt schon ganz anders. Da ist irgendwie, ja, Rauch ist auch da, aber nicht so doll wie bei Big Pete. Also in der Nase jedenfalls kein Big Smoke. Finde ich nicht so doll, jetzt finde ich. Okay. Aber es kommt auch eine Süße hinterher, wie gesagt. Auch etwas Toffee. Aber man merkt auch so auch mehr Salz, also fast alles gleich, bloß halt nicht so doll intensiv. Also hier würde ich sagen, könnte ich gar nicht mal so großartig sagen, welcher oder welche Destillerien hier drin sein sollen. First Fill Fässer glaube ich nicht. Second Fill now. Okay, ich weiß nicht hundertprozentig. Nein, mehr kommt nicht. Er hat eine Süße drin, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Frucht oder so. Obwohl, die Vanille kann man noch sagen, die Vanille kommt. Jetzt kommt noch ein little bit Honey. Okay. Okay, ich werde dann erstmal, ich fange glaube ich erstmal mit dem Big Smoke an, weil der Big Pete mir doch strenger in der Nase ist mit dem Torfrauch und falls ich dann nicht mehr den rausschmecke so doll, werde ich erstmal den nehmen, weil der mir leichter in der Nase kommt, okay? I'm standing here and drink a beer. No, no, no. I'm sitting here and drink no beer. Yay, ay, ay. I'm sitting here and drink a single malt Scotch whiskey. No, a blended whiskey. Slenshua. Wow. Wow. Wow, wow, der drückt. Der hat gepowert. Er hat gut Power drinne. Ja, jetzt wird er weicher. Erste, was kommt gleich, ist Rauch im Mund. Wie so Speck, würde ich sagen. Am Lagerfeuer Speck. Zitrus auch. Und die süße Vanille kommt hinterher. Also im Mund entfaltet sich dieser Whisky besser als in der Nase, finde ich. Ja, schön zitronischer. Zitronischer, gibt es Wort zitronischer? Weiß ich gar nicht. Ist egal, zitronischer heißt bei mir. Ja, egal, ich habe ja, ihr wisst ja, ich habe ja öfters mein eigenes Wörterbuch. Ja, okay.
Ist ein mittellanger Abgang, würde ich sagen. Er klebt noch ein bisschen. Er ist aber ziemlich, jetzt fällt mir ein, ziemlich cremig auf meinem Mund, auf der Zunge, meine ich. Ja. Ja, mittellanger Abgang, würde ich sagen, bis ein bisschen weniger als mittellang so. Mhm. Die Süße bleibt, die Vanille ist da und der Rauch. Der Speck verfliegt, der war am Anfang ein bisschen kräftiger gewesen. Mhm. Ja. Ist aber nicht so, dass jetzt der ganze Mund jetzt komplett wie Aschenbecher Rauch drin ist. No. Ja, geht eigentlich. Deswegen habe ich mir schon gedacht, ich nehme als zweiter nämlich Big Pete. Ich wusste, dass da irgendwas kommt. Und deswegen werde ich jetzt Big Pete. Big Pete trinken. Noch ein Song? Nein, jetzt keine Songs. Okay, Slang Shawar. Mmh. Mmh. Eine Rauchbombe, ein Lagerfeuer. Puh. Ich habe eine richtige Rauchbombe in meinem Mund. Puh. Geil. Und dahinter fette Zitrone. Überfette Zitrone mit Süße, Toffee, salzig, Pfeffer, kommt gleich alles rausgeballert, schießt aus allen Ecken, pam, 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 ab in Deckung kommt Pfeffer, kommt Salz, kommt Meersalz, kommt alles Vanille, alles kommt, Rauch, alles da. Mm. Wow, sehr, sehr lecker. Ja, gefällt mir. Wow. Und dieser bleibt aber länger im Mund, der Rauch. Und die Zitrone vor allen Dingen auch, die klebt überall in meinem Mund drin. Er hat zwar nicht so die Cremigkeit, so wie dieser Whisky hier, aber auf alle Fälle, er ist schöner, rauchiger Whisky. Ja, was bleibt also mein Fazit zu den beiden Whiskys? The Big Smoke, ja, kann man kaufen, muss man nicht haben, sage ich, bin ich ganz ehrlich. Hat mich auch nicht so doll überzeugt. Big Pete. Ja, auf alle Fälle. Big Pete, sehr guter Whisky, gefällt mir. Schön spritzig, zitronig. Kaufempfehlung auf alle Fälle, wenn man zwischen die beiden entscheiden müsste. Der Big Pete. Der kostet ungefähr so um die 30, 29 Euro, der Big Smoke. Der Big Pete, ich glaube so 38, 40 Euro so in dem Dreh. Also 10 Euro mehr kostet der, aber dafür habt ihr von dem viel, viel, viel mehr, bin ich der Meinung. Ich werde diesen Big Smoke noch ein anderes Mal probieren. Vielleicht mache ich da auch einen Compare, also einen Vergleich. Aber ich lasse ihn erstmal stehen, das vielleicht entfaltet sich noch ein bisschen. Ja, Gewinner Big Pete, Number 2. Ja, mehr Plätze gibt es ja nicht. Big Smoke. Ja, okay, dann war es das erstmal wieder. Ja, was soll ich noch sagen? Gar nichts gibt es gar nicht weiter. Und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende natürlich. Bleibt alle gesund und grüßt eure Familien. Und ja, bis zum nächsten Mal. See you later, alligator. Slunk.